بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد meine lieben Geschwister, heute wollen wir weitermachen mit unserer schönen Reihe über die Suren des Koran. Und heute, insha'Allah ta'ala, mit einer weiteren Sura. Und zwar der Sura Nummer 64 aus dem Koran, Surat al-Muddathir. Surat al-Muddathir. Wir werden, insha'Allah ta'ala, diese Sura in zwei Teile aufteilen. Das heißt, wir werden nicht heute die gesamte Sura behandeln, sondern den ersten Teil. Und nächste Woche, wenn Allah uns die Möglichkeit dazu gibt, dann insha'Allah ta'ala uns mit dem zweiten Teil beschäftigen. Surat al-Muddathir. Surat al-Muddathir ist nach Ansicht der meisten Gelehrten eine rein medinensische Sura. Eine rein mekkanische Sura. Und wir hatten ja immer wieder auch erklärt, was mekkanisch bedeutet. Das heißt, dass sie noch vor der Hijra offenbart wurde. Es gibt einige, die gesagt haben, dass Surat al-Muddathir größtenteils mekkanisch ist, jedoch eine Aya darin medinensisch sein soll. Und zwar handelt es sich um die Ayah Nummer, um die Ayah Nummer 30, wo Allah subhanahu wa ta'ala auch unter anderem die Leute der Schrift erwähnt, Ahl Kitab. Das ist eine längere Ayah. Sie unterscheidet sich auch vom Rest der Sura, sticht hervor durch ihre Länge. Und einige haben gesagt, weil die Ahlul Kitab darin erwähnt werden, die Leute der Schrift, welche in Mekka nicht gelebt haben, nur vereinzelte Leute, handelt es sich bei dieser Aya um eine Aya Madaniya. Das heißt, um eine medinensische Aya, welche nach der Hijra offenbart wurde. Jedoch, die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass es sich hierbei komplett um eine mekkanische Sura handelt. Und das merkt man sowohl an der Thematik, es geht um die Aqidah, es geht um den jüngsten Tag, es geht um den Glauben. Die Mushrikun, die Götzendiener werden angeprangert, sie werden kritisiert für ihre Haltung. Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt sie vor dem jüngsten Tag, er warnt sie auch vor dem Höllenfeuer. Und es wird auch eine Person, nicht namentlich, aber eine Person umschrieben, welche ganz klar nach allen Mufassirun, nach allen Koran-Exegeten, eine Person aus Mekka gewesen ist, nämlich Al-Walid ibn Mughira. Al-Walid ibn Mughira, auf den wir insha'Allah ta'ala dann gleich eingehen werden, wenn wir zu den Ayat kommen werden. Das heißt, die gesamte Thematik und auch die Rhetorik, welche in dieser Sura verwendet wird, deutet darauf hin, dass es sich um eine, was handelt? Um eine mekkanische Sura handelt. Und wir können sogar davon ausgehen, dass zumindest die ersten Ayat dieser Sura, und zwar die Ayat 1 bis Nummer 6, bis Nummer 7, dass diese Ayat wahrscheinlich die zweite Offenbarung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Aber darauf kommen wir ebenfalls gleich zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Surat al-Muddathir. Eine Sura, welche also relativ früh, Jazakallah khair, welche also relativ früh offenbart wurde und welche nach vielen Gelehrten zu der zweiten Offenbarung gehört, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfangen hat. Es gibt jetzt einige Überlieferungen, auch authentische Überlieferungen in Al-Bukhari, welche genau das noch einmal bestätigen.
Und wo sogar einige Gelehrte gesagt haben, dass Surat al-Muddathir die erste Sura überhaupt ist, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam offenbart bekommen hat. Wir wollen uns einfach mal insha'Allah ta'ala diese Überlieferung anschauen, die wir auch in al-Bukhari haben, und schauen, was ganz konkret in dieser Überlieferung gesagt wird über die Herabsendung dieser Sura oder zumindest des Beginnes dieser Sura. Und zwar wird überliefert bei al-Bukhari, dass nach der ersten Offenbarung, und das finden wir gleich auf der ersten Seite in Sahih al-Bukhari, dass nach der ersten Offenbarung, die unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam erhalten hat, erst einmal eine Pause, was die Offenbarung betrifft, eingelegt wurde. Es gab erstmal keine Offenbarung. Wie lang war diese Pause? ثُمَّ فَتَرَ الْوَحِي. Wie lang war diese Pause, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam keine Offenbarung bekommen hat? Gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen von mehreren Monaten, aber wir müssen davon ausgehen, dass es nicht mehrere Monate gewesen sind, sondern dass es hier wahrscheinlich um einige Tage oder um einige Wochen gehandelt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Offenbarung in Ghar Hira erhalten. Jibril alaihi salam, er kam zu ihm in der Gestalt eines Mannes. Viele sagen, es war die Gestalt von einem Mann, der hieß Dihya al-Kalbi, der besonders gut ausgesehen hat. Und er verließ nach der ersten Offenbarung, die er erhalten hat, die Geschichte ist uns allen bekannt mit Iqra, dann die Höhle, ging zu seiner Frau Khadija radiallahu anha, sagte, Zammiluni, Zammiluni, bedeckt mich, bedeckt mich. Und sie ging dann mit ihm zu Waraqa ibn Nawfal, ihrem Verwandten, der sich auskannte mit den Schriften der Leute, der Schrift, er selbst Christ gewesen war. Und er sagte ihm, dass er ein Prophet Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann heißt es, ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيِ. Und plötzlich unterbrach die Offenbarung. Und was geschah danach? Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet jetzt genau darüber, was geschah. Er sagt, er war auf dem Weg gewesen und er sah dann den Engel, den er bereits wo gesehen hatte, in Ghar Hira, aber in seiner wahren Gestalt. Jibril alaihi salam, er zeigte sich in seiner wahren Gestalt. Und er bedeckte mit seinem Körper den gesamten Horizont. Und er saß auf einem Stuhl. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er rannte wieder weg vor lauter Angst und wollte wieder, dass er bedeckt wird. Woraufhin dann Jibril alaihi salam dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam genau diese ersten Ayat aus Surat Al-Muddathir offenbarte, und zwar Ya ayyuhal Muddathir. Er sagte, Dathiruni, Dathiruni. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, er offenbarte dann diese Ayat Ya ayyuhal Muddathir, Qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahhir, wa rujaza fa'hajur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fa'sbir. Unglaubliche Ayat, welche unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ganz klare Aufgaben übermittelt haben. Das ist sozusagen die Einleitung dieser Sura. Und die Gelehrten sind sich ganz einig, ob das jetzt die erste Offenbarung war oder ob es die zweite war. Aber wir müssen davon ausgehen, aufgrund von verschiedenen Überlieferungen, die wir haben, dass es sich hierbei um die zweite Offenbarung handelt, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erhalten hat. Nach der Offenbarung in Ghar Hira. Und darin liegt auch eine tiefe Weisheit. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zunächst erst einmal Jibril alaihi salam nicht in seiner wahren Gestalt sieht, sondern als ein Mensch. Damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zunächst erst einmal herangeführt wird an seine Aufgabe, an seine Rolle als Prophet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sollte wissen, er ist nicht verrückt.
Jibril alayhi salam, er kam zu ihm in der Höhle als Mensch. Und nicht nur das, dass er ihm etwas sagte und ihn aufforderte, sondern er umarmte ihn so stark, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gefühl hatte, er würde ersticken. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern ganze dreimal. Aus welchem Grund? Damit er, salawatu rabbi wa salamu alaihi, weiß, es handelt sich um keinen Traum. Das, was ich gerade erlebe, ist die Realität. Ich befinde mich im Wachzustand. Es gibt manchmal Träume, die sehr real sind. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehabt, einen Traum, wo ihr gar nicht unterscheiden könnt, war das jetzt ein Traum gewesen, war das echt gewesen? Aber unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sollte klar sein, dass es sich hierbei um eine wahre Begebenheit handelte. Und nicht um einen Traum oder eine Einbildung, ein Hirngespinst. Nicht, dass er verrückt geworden ist oder Halluzination hat, sondern er sollte wissen, da ist wirklich ein Mann, der mich drückt und der von mir verlangt hat, bestimmte Worte zu lesen. Iqra, lies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er musste interagieren. Er hat selbst gelesen. Das heißt, Jibril alaihi wasallam, er hat ihm nicht nur einfach das offenbart, sondern er hat ihn selbst lesen lassen, damit ihm klar wird, diese Worte sind keine Einbildung. Und jetzt sollte er es erst einmal sacken lassen. Er sollte erst einmal einige Tage genau darüber nachdenken. Und jetzt kommt diese zweite Begebenheit, wo Allah ta'ala ihn ganz klar dazu aufruft, die Botschaft zu verkünden. In der ersten Offenbarung wird vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts verlangt, außer zu lesen. Iqra, lies, das ist alles. Zweimal. Iqra, bismi rabbika allazi khalaq und iqra wa rabbukal akram. Zweimal lies. Mehr als lesen sollte er nicht. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Nabi berufen wurde durch Iqra. Zum Propheten. Also er wurde zu jemandem, der eine Prophetie empfangen hat. Eine Offenbarung entgegengenommen hat. Aber er war noch kein Rasul, noch kein Gesandter. Sondern Rasul wurde er erst durch die Worte, die wir in dieser zweiten Offenbarung, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, insha'Allah ta'ala, in Surat al-Muddathir, wo Allah ta'ala von ihm ganz klar verlangt hat, sich an die Menschen zu wenden. Er hat eine ganz klare Aufgabe gehabt. Und das ist auch einer der Hauptunterschiede zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul. Ein Nabi ist jemand, der eine Offenbarung erhält, aber nicht die Aufgabe hat, unbedingt dieses zu verkünden. Das ist ein Unterschied. Es gibt noch andere Unterschiede, aber das ist ein Unterschied. Während ein Rasul eine Offenbarung hat und die Aufgabe bekommt, von Allah sie zu verkünden. Ein weiterer Unterschied ist zwischen einem Rasul und einem Nabi, dass ein Nabi keine eigene Offenbarungsschrift hat. Also kein Koran, kein Injil, keine Tora. Während ein Rasul eine eigene Offenbarungsschrift hat. Und deswegen sagen die Gelehrten, kullu rasulin nabi, wa laysa kullu nabiyin rasul. Ganz wichtig. Jeder Prophet, jeder Gesandte ist ein Prophet. Aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Warum? Weil ein Gesandter hat die Offenbarung wie ein Prophet, aber er hat noch zusätzlich eine ganz klare Botschaft, die er zu verkünden hat. Während ein Prophet eine Offenbarung erhält, aber nicht diese eigenständige Botschaft hat und sie auch manchmal nicht verkünden musste. Je nachdem, was für eine Zeit er lebt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde also zum Propheten berufen mit der ersten Offenbarung und zum Gesandten berufen mit der zweiten Offenbarung. Und in dieser zweiten Offenbarung fasst Allah subhanahu wa ta'ala mit kurzen Sätzen zusammen, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Menschen verkünden soll und wie er es zu verkünden hat. Und das wollen wir uns jetzt insha'Allah ta'ala anschauen. Und zwar beginnt Allah ta'ala mit einem Ruf, und zwar einem schönen Ruf. Ein Ruf, der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Vertrauen schenken soll. Ein Ruf, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen soll, dass Allah ta'ala ihn liebt. Und zwar ruft Allah ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Worten: Ya ayyuhal Muddathir,
O du Zugedeckter. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte sich zurückgezogen, ist zu Khadija gegangen, hat wieder gesagt, Semmiruni oder Dessiruni, Dessiruni, bedeckt mich. Und Allah ta'ala, er ruft ihn mit diesen liebenvollen Worten. O du Bedeckter. Interessant ist, dass Allah ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran nie bei seinem Namen gerufen hat, sondern immer nur mit einer Eigenschaft. Als Nabi, als Bedeckter, Al-Muzammil, Al-Mudathir. Aber nie hat er gerufen, ja Muhammad. Aus Respekt gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nein. Keinmal. Gibt es nicht. Da, ich bin ganz sicher. Nie wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerufen mit ja Muhammad von Allah. Sondern immer nur ja ayyuhar Rasul, o du Gesandte. Ja ayyuhan Nabi. Ja ayyuhal Muzammil. Ja ayyuhal Mudathir. Während andere Propheten bei ihren Namen gerufen wurden. Dass Allah ta'ala uns zeigt, welche Stellung unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei ihm hat. Wir befinden uns ja auch gerade in dem Monat, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren wurde. Wo wir auch noch einmal uns intensiver mit seiner Biografie, mit seiner Lebenswider auseinandersetzen sollten. Versuchen sollten, verhäuft Salawat auf unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu machen. Aus Dankbarkeit dafür, dass Allah ta'ala diesen Gesandten zu uns gesandt hat. Den er so geehrt hat mit den Worten وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ und wir haben dein Gedenken erhöht. Und genau das ist eingetreten, subhanallah. Das, was Allah ta'ala in Surat Al-Sharh ja, gesagt hat, ja, ist auch genau eingetreten. Es gibt keine Persönlichkeit, die in unserer heutigen Zeit so oft erwähnt wird, deren Name Kindern so oft gegeben wird, die, über die so viel diskutiert wird, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Guten wie im Schlechten, subhanallah. Aber am Ende ist er der Gepriesene, Al-Muhammad. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft ihn mit den Worten, O du Zugedeckter. Und das ist ein Ruf der Liebe und der Sanftmut. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das selbst gemacht, immer wieder, mit seinen Sahaba. Als einmal Ali ibn Abi Talib, ja, als er zu ihm ging, ja, und er sah, wie er dann auf dem sozusagen Boden geschlafen hat, sagte er zu ihm, Qum aba Turab, steh auf, oh sozusagen Vater der Erde. Ja, so ein Dala, ich weiß nicht, wie man das auf, wie sagt man das auf, was? Nicht Spitzner, was? Ja, Verwöhnung, Verniedlichung, ja, ein schöner Name, ja, mit dem man seine Liebe zu einer Person ausdrückt. Abu Huraira, ja, er sah seine kleine Katze, er sagte Abu Huraira, Vater der Katze, ja. Hudhaifa ibn al-Yaman, ja, in der Schlacht von Al-Khandaq, Qum ya Numan, steh auf, ja, Schlafmütze, aber er meint es liebevoll. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam eben in genau dieser liebenvolle Weise mit den Worten, ya ayyuhal Mudathir. Was ist denn eigentlich Ad-Dithar? Ad-Dithar ist das Obergewand. Das heißt, es gibt ein Untergewand, was direkt am Körper ist, und es gibt ein Obergewand. Und Dithar ist das Obergewand, was direkt an deinem Körper ist. Was nicht direkt an deinem Körper ist, sondern sozusagen dann über dem Untergewand ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich damit zugedeckt, ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft ihn dann in dieser Weise, um ihn jetzt ganz konkrete Dinge anzuordnen, die er zu tun hat. Jetzt kommt die Aufgabe. Er hatte genügend Zeit, sich jetzt auf diesen Moment vorzubereiten. Und zwar ruft Allah ta'ala ihn jetzt mit den Worten Qum fa'anzir. Zuallererst, steh auf und warne. Das allererste, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam tun sollte, ist was? Sich überhaupt zu bewegen, etwas tun. Die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu verkünden. Ich kann die Botschaft Allahs nicht verkünden, indem ich rumsitze. Ich kann sie nur verkünden, indem ich aufstehe und mich bewege. Die Propheten, sie sind alle aufgestanden, haben sich alle bewegt. Die Muslihun unter den Menschen, die versucht haben, die Menschen zum Guten aufzufordern, sind aufgestanden und haben sich bewegt.
Und wenn ich in die Fußstapfen der Propheten und der Muslihun treten möchte, muss ich ebenfalls bereit sein, aufzustehen, um mich zu bewegen und etwas zu tun. Nur einfach an der Tastatur zu sitzen und, weiß ich nicht, irgendwelche Kommentare abzugeben, das ist keine Da'wah. Wir sehen das momentan, dass wir auch sehr viel Fitna haben im Internet, ja, zwischen Geschwistern, ja, Predigern, weiß ich nicht, was die sich gegenseitig bekämpfen und viele dann immer nur kommentieren und nichts anderes zu tun haben. Das ist nicht unsere Aufgabe als Dua. Unsere Aufgabe als Dua ist es, aufzustehen, zu den Menschen zu gehen, die wirklich die Hidayah benötigen. Welche die Wahrheit nicht kennen. Das ist unsere Aufgabe und darauf sollten wir uns konzentrieren. Was wir leider heutzutage sehr häufig tun und womit wir uns ablenken und somit viel kostbare Zeit und Kraft und Energie verlieren, ist, dass wir uns gegenseitig zerfleischen, anstatt uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben unter den Muslimen, das ist natürlich. Soll auch jeder seine Sache machen. Aber lasst uns nicht gegenseitig zerfleischen. Lasst uns auf die Verkündung der Botschaft konzentrieren, so wie es Allah Ta'ala von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Und jetzt verlangt Allah Ta'ala was? Er verlangt von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu warnen. Wir wissen aber aus anderen Ayat, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht nur als Warner gekommen ist, sondern auch als was? Mubashshiran wa nadhira. Er ist als Verkünder froher Botschaft gekommen und er ist als Warner gekommen. Warum erwähnt Allah Ta'ala an dieser Stelle nur das Warnen? Und nicht auch noch die andere Aufgabe, nämlich ein Mubashshir zu sein. Was ist der Grund hierfür? Der Grund ist der Kontext. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er soll zunächst erst einmal die Augen der Menschen öffnen. Und das funktioniert zunächst erst einmal durch eine Warnung. Und genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam umgesetzt. Das erste, was er tat, er hat die Menschen gewarnt. Er stieg auf As-Safa. Etwas später, nicht in diesem Kontext, aber etwas später hat er das auch gemacht mit seiner Familie. Er hat es gemacht mit den Quraysh. Er hat sie gerufen. Und was hat er getan? Er hat gesagt, würdet ihr mir glauben, wenn hinter diesem Hügel eine Armee wäre, die euch angreifen möchte? Sie würden, ja, mal jarabna alayka kadhiba. Wir haben noch nie erlebt, dass du gelogen hast. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ich bin der Gesandte Allahs zu euch, um euch zu warnen vor einer Strafe. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also mit was begonnen? Mit einer Form von Warnung. Damit die Menschen zunächst erst einmal aufmerksam sind. Beschränkt sich die Da'wah nur auf das Warnen? Nein. Aber manchmal in bestimmten Situationen ist es wichtig, auch den Menschen zu warnen. Weil wenn der Mensch total abgelenkt ist, wenn der Mensch in seinem Element ist, mit der Dunya beschäftigt ist, dann bringt es nicht mehr, ihm irgendwelche frohe Botschaft zu verkünden, sondern er muss zunächst erst einmal merken, er befindet sich auf einem Holzweg, auf einem gefährlichen Weg, auf dem er ausrutschen kann. Das merken wir, subhanallah. Manche Menschen wachen erst auf, wenn etwas Schlimmes geschieht in ihrem Leben. Wenn sie merken, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich getan? Erst dann wachen sie auf. Vorher wachen sie nicht auf. Sie brauchen erst einmal diesen Schockzustand. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sollte die Menschen zunächst erst einmal warnen, damit sie aufwachen aus ihrer Refle. Komm, verändere, was nicht heißt, dass er nicht noch die andere Weise verwendet hat, nämlich ein Mubashshir zu sein. Aber alles hat seinen Kontext. Qum fa'anzir. Vor was soll er warnen? Vor einer Strafe. Ja, vor einer Strafe. Und es gibt eine Strafe. Es gibt heutzutage viele Muslime, die denken, es gibt keine Strafe und glauben, ja, Islam ist barmherzig. Natürlich ist Islam Barmherzigkeit. Aber es ist nun mal so, der Koran spricht auch von einer Strafe. Und ich kann nicht all die Ayat, in denen Allah Ta'ala vor einer Strafe spricht, relativieren und sagen, nein, das muss man sozusagen dürfen wir nicht so sehen, sondern am Ende ist alles beim Herzen. Nein, es gibt auch eine Strafe. Und es ist auch gut so, dass es eine Strafe gibt. Weil wenn es keine Strafe geben würde, würde es keine Gerechtigkeit geben. Einmal habe ich gesessen in einem Gespräch mit einem Christen, der meinte, ja, aber ist nicht Gott barmherziger als eine Mutter? Ist nicht Gott barmherziger als eine Mutter? Also meine Mutter, egal was ich tue, sie würde mir immer verzeihen. Manche, ja, ist auch schön, dass deine Mutter das tut. Aber stell dir mal vor, Staaten und Richter würden so handeln wie deine Mutter. Das wäre eine Katastrophe. Ja?
Dass eine Mutter gegenüber ihrem Kind so barmherzig ist, etwas Natürliches, aber es ist auch nur gegenüber ihrem Kind. Und glücklicherweise ist das so. Weil wenn eine Mutter dann urteilen müsste, dann würde sie in jedem Fall zu Unrecht urteilen. Weil sie nur aus dieser barmherzigen Perspektive urteilen würde. Aber nicht aus Perspektive der Gerechtigkeit. Wir brauchen auch Gerechtigkeit. Und deswegen, wir lobpreisen Allah in jedem Gebet. Einmal dafür, dass er der Barmherzige ist und einmal dafür, dass er der Herrscher am Tage des Gerichts ist, wo nämlich für Gerechtigkeit gesorgt wird. Maliki Yawmiddin. Erst die Barmherzigkeit und dann was? Die Gerechtigkeit. Die Barmherzigkeit ist stärker ausgeprägt, gar keine Frage. Aber die Gerechtigkeit ist unglaublich wichtig. Weil ohne sie wäre es eine Katastrophe. Was würden all die Menschen machen, denen Unrecht widerfahren ist? Ich lese gerade ein Buch über Afghanistan, das kann ich nur empfehlen, dieses Buch von unserem Bruder Imran Feroz. Sehr gutes Buch, ja, über die Kriegsverbrechen, also über der längste Krieg heißt das Buch, ganz neu herausgekommen, vor 2 Wochen, ja, kann ich euch nur empfehlen, ja, wo er über die Kriegsverbrechen spricht, ja. Auch die deutsche Soldaten begangen haben, ja, die 2 Tanker, die einfach von einer Drohne bombardiert wurden, 150 Menschen sind gestorben, Kinder, alle, ja, wurden nicht entschädigt. Keine Gerechtigkeit. Kommt nichts. Und Alhamdulillah, dass es diese Gerechtigkeit geben wird. Und auf jeden Fall Allah Ta'ala, er verlangt also von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, jetzt diese Aufgabe zu übernehmen, zu warnen. Die erste Aufgabe, die der Prophet hat, Da'wah zu machen, die Botschaft Allahs zu verkünden. Dann, als nächstes, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, und deinen Herrn, den Preiser als den Größten. Auf deinem Weg der Da'wah brauchst du eine innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du weißt und verinnerlicht hast, dass Allah der Größte, der Höchste, der Gewaltigste ist, dann werden dir all die Hindernisse auf dem Weg der Da'wah sehr, sehr klein erscheinen. Und du weißt, Allah ta'ala ist größer als all diese Dinge. Ja, ich gebe mich zufrieden mit dem, was Allah für mich bestimmt hat, wie es auch am Ende nochmal gesagt wird, dass man Geduld haben muss, standhaft bleiben muss auf diesem Weg. Aber am Ende weiß ich, Allah Ta'ala, er steht über all diesen Dingen. Und auch wenn ich das vielleicht nicht auf Anhieb erkennen kann und das Gefühl habe, dass ich übermannt werde, überwältigt werde, dass ich nicht weiterkomme, dass die Ungerechten dieser Welt überhand nehmen, weiß ich, وَيَمْكُرُونْ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Und sie ränken, schmieden Ränke. Und Allah schmiedet Ränke und Allah ist der Bessere derjenigen, die Ränke schmieden. Allah steht über den Dingen. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Und glaubt ja nicht, dass Allah Ta'ala nicht weiß, was die Ungerechten tun. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Er schiebt sie nur auf für einen Tag, an dem die Blicke starr sein werden. Das ist die Dunya. Allah hat für diese Dunya vorherbestimmt, dass es ihr nicht vollständige Gerechtigkeit geben kann. Kann es nicht geben. Und deswegen, du wirst Hindernisse haben, aber sei dir sicher, Allah Ta'ala steht über allen Geschöpfen. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Preise deinen Herrn. Und Allah Ta'ala, ja, er hat extra رَبَّكَ vor dem Verb erwähnt. Ja, normalerweise müsste es heißen in der arabischen Sprache وَكَبِّ رَبَّكَ, und lobpreise deinen Herrn. Aber Allah hat zuerst was erwähnt? وَرَبَّكَ. Zuerst das Objektiv. Und dann den Imperativ, um aufzuzeigen, nur Allah allein solltest du preisen. Niemanden anderen als Allah. Genauso wie wir es in Surat Al-Fatih machen. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ja, wir ziehen das Pronomen, dieses Kaf, ja, ziehen wir vor das Verb, um aufzuzeigen, dass wir nur Allah allein um Hilfe bitten und nur Allah allein anbeten, niemanden anderen als Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau das fordert Allah ta'ala in dieser Ayah, in dieser 2. Ayah von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er sich voll und ganz auf Allah stützen soll, dass er Allah allein Lob preisen soll, niemanden anderen als Allah ta'ala auf seinem Weg der Da'wah. Und jetzt kommt dann die 3. Aufforderung, die so unglaublich wichtig ist und die leider, das bemerken wir auch selbst,
bei vielen, auch die in der Da'wah tätig sind, häufig vernachlässigt wird. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Und deine Gewänder, die reinige. Was ist damit gemeint? Ist damit nur meine äußere Kleidung gemeint? Meine Kleidung, die ich anziehe und nach außen hin reinigen soll? Das auch unter anderem. Aber in der arabischen Sprache ist es so, wenn man sagt, dass jemand sein Gewand reinhält, dann ist damit was gemeint? Dass er nicht nur sein Äußeres reinhält, sondern auch sein Inneres. Also, läutere dein Äußeres und dein Inneres. Reinige dein Äußeres, damit du vor Allah Ta'ala stehen kannst mit einem sauberen Kleid. Die Voraussetzung dafür, dass Allah Ta'ala mein Gebet annimmt, ist welche? Dass ich mich äußerlich gereinigt habe. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kam an zwei Gräbern vorbei und er sagte, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Sie werden bestraft und sie werden für zwei nicht große Dinge bestraft. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ. Was den einen betrifft, so hatte er sich nicht gereinigt von seinem Urin, nachdem er auf der Toilette war. Das heißt, ich muss mich äußerlich reinigen. Warum? Weil sonst wird mein Gebet nicht angenommen. Der Islam ist gekommen, um die Menschen innerlich sowie äußerlich zu reinigen. Das ist eine gewaltige Errungenschaft, eine gewaltige Errungenschaft. In einer Wüstengesellschaft, in der Wasser knapp gewesen ist, verlangt Allah Ta'ala gleich in der zweiten Offenbarung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich sowohl äußerlich als auch innerlich zu reinigen und zu läutern. Was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch immer wieder in den unterschiedlichsten Überlieferungen dann auch von den Muslimen verlangt hat. Diese äußere Reinheit. Was nochmal zeigt, wie schön unser Glaube ist. Aber auch natürlich die innere Reinheit. Und das ist das, was häufig vernachlässigt wird. Ein Da'iyah, jemand, der Da'wah macht, jemand, der die Botschaft des Islam verkünden möchte, der darf sich niemals selbst vernachlässigen. Niemals. Weil sobald ein Da'iyah sich selbst vernachlässigt, hat das verheerende Auswirkungen nicht nur auf ihn selbst, sondern auch auf seine Da'wah. Wenn ich anfange, mich selbst zu vernachlässigen, dann werde ich wie zu einer Brücke, über die die Menschen ins Paradies schreiten, aber ich selbst ins Höllenfeuer falle. Wenn ich mich selbst vernachlässige als Da'iyah, dann kann es sein, dass ich anfange, mit meiner Da'wah nach der Dunya zu streben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir wundern uns manchmal über Gelehrte, die komische Sachen sagen. Wo du sagst, der müsste das auch besser wissen. Gelehrte, welche eins zu eins das wiedergeben, was die ungerechten Herrscher und Regenten von ihnen verlangen. Du sagst, wie kann das sein? Wie kann ein Gelehrter, der so viel Wissen hat, so etwas tun? Ganz einfach. Er hat vergessen, sich selbst zu reinigen. Und er hat angefangen, mit seiner Da'wah nach der Dunya zu streben. Und Allah Ta'ala, er sagt es uns im Koran, er gibt uns ein Beispiel. In Surat al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ غَاوِينَ. Verließ ihnen die Kunde desjenigen, dem wir unsere Ayat gegeben haben. Ein Gelehrter, er wusste Ismullah al-A'zam, den gewaltigsten Namen Allahs, also ein großer Gelehrter. Heute würde man sagen, ein großer Sheikh, ein Sheikh al-Islam. Ja? فَانْسَلَخَ مِنْهَا, aber er hat sich davon getrennt. Also mit anderen Worten, er hat daraus keinen Nutzen gezogen für sich selbst, hat sich nicht geläutert, hat nicht sich selbst bekämpft. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, der Shaitan folgte ihm. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, er gehörte zu den Irrgegangenen. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn damit erhöht. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Aber was hat er gemacht? Er hat sich an die Dunya gebunden. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, angefangen seinen Neigung zu folgen. Es geht ihm nur noch darum, um was? Es geht ihm nur noch um, wie viel Profit kann ich daraus schlagen? Ja, ich habe Angst, das zu verlieren. Weil wenn ich jetzt die Wahrheit sage, verliere ich alles. Ja, natürlich, kann sein, dass du alles verlierst. Aber das ist genau deine Stellung. Du trägst in dir gewaltiges Wissen. Und es gibt Leute, die bei weitem nicht so viel Wissen haben und die das mit ihrem Leben bezahlt haben. Und Allah Ta'ala, er gibt uns Beispiele im Koran. Nicht Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Ganz einfache Leute, die den Glauben angenommen haben. Ganz einfache Leute, subhanallah. Haben den Glauben angenommen
Und nur weil sie den Glauben angenommen haben, wurden sie ins Feuer geworfen. Ja, es gibt Menschen, die aufgrund ihres Glaubens ins Feuer geworfen werden. Und sie sind standhaft geblieben, subhanallah. Die Zauberer von Pharaon, sie nehmen den Glauben an und bezahlen das mit ihrem Leben. Sie hätten auch sagen können, nein, das ist Quatsch, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben. Aber sie haben es mit ihrem Leben bezahlt. Es gibt Leute, die das mit ihrem Leben bezahlen müssen. In der Geschichte des Islam haben wir immer wieder Gelehrte gehabt, die im Gefängnis gestorben sind. Die getötet wurden. Hat sie das von ihrem Glauben abgebracht? Nein, hat sie es nicht. Und es gab auch immer wieder auf der anderen Seite Hofgelehrte, Palastgelehrte, die nur das gesagt haben, was die Herrscher von ihrem Willen wollten. Es wird immer diese und diese geben. Und woran liegt es am Ende? Reinigst du dich, läuterst du dich selbst oder tust du das nicht? Und jetzt, ja, und deswegen ganz wichtig nochmal, damit wir dabei bleiben, weil das ist so unglaublich wichtig, ja, versuch immer, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, an dir selbst zu arbeiten. Jeden Tag, immer wieder, arbeite an dir selbst. Es wird Zeiten geben, in denen du stärker sein wirst, es wird Zeiten geben, in denen du schwächer sein wirst. Ja, aber arbeite an dir. Ja, sag nicht, Alhamdulillah, ich habe schon genug getan, ich bin jetzt in der Moschee aktiv, ja, und ich mache das schon, jetzt sozusagen habe ich schon das Paradies. Nein, du hast gar nichts. Du hast gar nichts. Du musst bis zum Ende deines Lebens an dir arbeiten und dich immer wieder läutern, weil es ist ein Kampf zwischen dir und dem Shaitan, ein Kampf zwischen dir und deinem Nafs, ein Kampf bis zum letzten Atemzug in deinem Leben. وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ. Und dann, nachdem Allah Ta'ala ihm das aufgezeigt hat, ja, forderte er von ihm eine ganz klare Lossagung von allem, was mit dem Götzendienst zu tun hat. Weil da gibt es keinen Kompromiss. وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ. Und die Götzendien, die hier übersetzt als die Unreinheit des Götzendienstes, die meide. Was heißt Rujiz? Rujiz ist eigentlich eine Form von Azab, eine Strafe. Und Rujiz wird auch im Koran an anderer Stelle erwähnt mit Rijiz, also mit Kesra. Ja? Und damit ist was gemeint? Ja? Eine Strafe, mit der Allah Ta'ala die Menschen bestraft. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجَزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوا. Und als wir dann die Strafe von ihnen genommen haben, bis zu einer bestimmten Frist, die sie erreichen werden. Was hat jetzt aber diese Strafe mit dem Götzendienst zu tun? Und zwar die Gelehrten haben gesagt, hier ist der Götzendienst mit gemeint. Warum? Weil die Anbetung von Götzen führt zu was? Führt zur Strafe. Also Allah erwähnt das, was zur Strafe führt. Allah Ta'ala, er erwähnt das, er erwähnt die Strafe, weil nämlich der Götzendienst am Ende zur Strafe führt. Und Allah Ta'ala, er sagt es klar und deutlich. Halte dich fern von den Götzen. Meide die Götzen. Hajr. Was ist Hajr? Hajr ist nicht einfach nur das Unterlassen einer Sache. Sondern Hajr, davon wird Hijra abgeleitet. Was ist Hijra? Hijra heißt Auswandern. Ich entferne mich davon. Ich distanziere mich klar und deutlich davon. Was für eine richtig wichtige Aufforderung, die wir heutzutage mehr denn je benötigen, meine lieben Geschwister im Islam. Wir haben schon oft darüber geredet. Aber wir leben in einer Zeit, wo von uns Muslimen teilweise verlangt wird, Positionen zu vertreten nach außen hin, die ganz klar und deutlich unsere Aqide und dem Koran und der authentischen Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam widersprechen. Die Öffentlichkeit macht Druck. Sie verlangt es von uns. Und es gibt nicht wenige, die leider diesem Druck nachgeben. Auch Leute, die in der Dawa aktiv sind. Die sagen, ja, wir müssen ja irgendwie versuchen, ja, Akzeptanz zu erlangen in der Gesellschaft. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Wir öffnen uns auch gegenüber der Gesellschaft. Aber es gibt klare Grenzen, die wir nicht überschreiten können. Ich kann nicht meinen Glauben ändern, nur damit die Leute mit mir zufrieden sind. Es funktioniert einfach nicht. Ich kann ihn nicht ändern. Ich kann doch nicht nur, damit die Leute sagen, oh, wir akzeptieren euch somit als Muslime, dann deswegen die Fundamente meines Glaubens aufgeben, um Applaus zu bekommen oder Anerkennung. Seid euch sicher, sie werden so lange weitermachen, bis wir keine Muslime mehr sind. Diejenigen, die sich auf diesen Diskurs einlassen, für sie gibt es keine Grenze. Die Grenze ist erst dann, wenn du den Islam verlassen hast. Oder wenn du einen Islam vertrittst, der kein Islam mehr ist. Dann ist es okay.
aber sonst nicht. Und deswegen, setze klare Grenzen. Der Islam verbietet uns nicht, mit anderen zu diskutieren. Er verbietet uns nicht, uns der Gesellschaft zu öffnen. Im Gegenteil, er verlangt das von uns. Der Islam sagt nicht, du musst die Leute anfeinden, weil sie andersgläubig sind. Nein, im Gegenteil. Er sagt, respektiere die anderen in ihrem Glauben. Aber er sagt auch gleichzeitig, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Ihr habt euren Glauben, wir haben unseren Glauben. Und ich kann meinen Glauben nicht aufhören, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen, ich muss mich vor dem Götzendienst klar und deutlich entfernen, ihn meiden. Und damit ist alles gemeint, was dich wegführt von Allah subhanahu wa ta'alas Botschaft. وَالرُّجِزْ فَهْجُرْ. Lasse ab davon. Hab eine klare Linie. Das ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt mit einer ganz neuen Botschaft. Ja? Und Allah sagt ganz klar, nein, es gibt Grenzen, die du einhalten musst. Du kannst mit den Quraysh diskutieren, du kannst mit ihnen debattieren, ja, du kannst mit ihnen Verträge schließen, alles möglich. Aber wenn es darum geht, ja, dass neben Allah andere Gottheiten angebetet werden und dass man versucht, mit deinem Glauben zu spielen und mit deiner Botschaft zu spielen, da musst du klare Grenzen setzen und distanziere dich davon. Auch wenn die alle sagen, nein, das ist falsch und du kritisierst wird auf Facebook, weil du zu extrem bist und du musst nicht mehr öffnen, ist egal. Es ist nicht wichtig, was die Leute auf Facebook sagen oder auf Instagram. Wallah, das ist nicht wichtig. Das ist wirklich nicht wichtig. Wichtig ist, was Allah sagt und dass Allah mit dir zufrieden ist. Das ist das, worauf es am Ende ankommt. Und nachdem Allah Ta'ala jetzt das von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangt hat, sich klar und deutlich zu distanzieren von dem, was sie tun, kommt jetzt eine ganz wichtige andere Botschaft. Und zwar ebenfalls etwas, was ein Da'i hier unbedingt benötigt. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß. Allahu Akbar. Das Gefährlichste, was dir passieren kann. Ich fange an, den Leuten das unter die Nase zu reiben. Guck mal, ich habe das und jenes getan. Schau mal, wie viel ich für die Moschee getan habe. Guck mal, wie viel ich für die Gemeinschaft gemacht habe. Gleich in der ersten und der zweiten Botschaft, die der Prophet erhält, wo er zum Prophet, zum Gesandten berufen wird, sagt Allah Ta'ala ihm, mach das auf keinen Fall. Und dieses وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ kann verschiedene Bedeutungen haben. Kann auch bedeuten, dass du nicht versuchen sollst, durch deinen Glauben Geld zu machen. Also mit anderen Worten, versuch ja nicht mit deiner Da'wah in irgendeiner Weise nach Dunya zu streben. Sondern die Da'wah ist für Allah Ta'ala. Halte es niemals für zu viel, was du tust. Weil egal, was du tust, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, es ist eine Auszeichnung von Allah für dich, dass du es tun darfst. Sag immer Alhamdulillah, dass ich etwas Gutes tun durfte. Alhamdulillah, dass ich mich einsetzen durfte. Alhamdulillah, dass ich aktiv sein darf. Alhamdulillah, dass ich etwas für den Islam machen darf. Alhamdulillah, dass ich zu einem Werkzeug des Islams werde und etwas für die Muslime tue. Weil das ist das, was bleiben wird. Alles andere wird vergehen. Alles andere wird vergehen. Du wirst nichts mitnehmen. Das, was bleiben wird und was dir wirklich Nutzen bringen wird, ist das, was du getan hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, egal was ist, ja, niemals halte den Leuten etwas Gutes vor, was du für sie getan hast. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Wir möchten von euch weder Vergeltung, noch möchten wir von euch Dankbarkeit. Und jetzt kommt das letzte Gebot. Die Grundlage für alles, was ich auf diesem Weg brauche und woran ich mich immer wieder erinnern muss und woran sich die Muslime nach jeder Sitzung, welche sie gesessen haben, ebenfalls erinnern. Nämlich, وَلِي رَبِّكَ فَصْبِرْ und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Allahu Akbar. Sabr ist die Grundlage für alles. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ. Wir lesen immer Surat al-Asr nach jeder Sitzung. Warum? Ja, damit wir uns daran erinnern, wie dieser Weg beschaffen ist. Und sie ermahnen sich gegenseitig zur Wahrheit und dann am Ende das Fundament für alles. Und sie ermahnen sich gegenseitig zur Geduld. Ich brauche Geduld auf diesem Weg. Ich brauche Standhaftigkeit auf diesem Weg. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam
am häufigsten Allah mit den Worten gebeten hat, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, du Beweger der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Weil das ist das, was ich brauche. Sabr, Standhaftigkeit. Wir haben viele Menschen kommen und gehen sind in der Dauer. Viele Menschen. Aber wenige Menschen, die wirklich bis zum Ende ihres Lebens standhaft bleiben. Wallah, viele Menschen gesehen, viele Menschen. Ja, die einige Zeit aktiv sind und dann sagen, jetzt bin ich Privatmann. Jetzt ziehe ich mich zurück. Aber wenige Menschen, die es wirklich geschafft haben, bis zum Ende standhaft zu bleiben. Und diese Standhaftigkeit benötige ich. Aber was ist das für eine Standhaftigkeit? Es ist eine Standhaftigkeit für Allah. Nicht eine Standhaftigkeit und Geduld für die Dunya, sondern für Allah. Und das ist der große Unterschied. Allah sagt, wali rabbik, für deinen Herrn, hab Geduld. Ja, sei geduldig für Allah. Es gibt viele Menschen, die sind geduldig, wenn es um die Dunya geht. Du wunderst dich manchmal bei einigen, ja, die sagen, ich kann nicht beten, aber die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio. Mehrere Stunden. Wenn es um ihren Körper geht, dann denkst du, Allahu Akbar, ich wäre dankbar, wenn ich nur ein Zehntel so viel Geduld hätte, ja, in Bezug auf mein Nachtgebet. Nur ein Zehntel. Was er für eine Standhaftigkeit hat, was er für eine Geduld hat, ja, für eine Disziplin, jeden Tag, stundenlang geht er ins Fitnessstudio. Macht Diät, trinkt irgendwelche komischen Shakes, kein Problem, alles kein Problem. Aber das Problem ist, er macht es nicht für Allah. Ist okay, ist eine gute Eigenschaft, aber er verwendet sie nur für einen bestimmten Bereich. Wenn er ein Zehntel davon, subhanallah, für den Islam nutzen würde, guck mal, wie er würde sich unglaublich entwickeln im Islam. Und genau das ist es. Wali Rabbik, für deinen Herrn, hab Geduld. Sei standhaft für Allah. Weil auf diesem Weg, auf dem du dich befindest, brauchst du Standhaftigkeit. So wie es Waraqa ibn Naufel kurz zuvor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Ya laytani fiha jaza'a, idh yukhrijuk wa qawmuk. Oh, hätte ich doch Kraft, wenn dein Volk dich vertreiben wird. Und er sagte, Awa mukhrijiyahum, werden sie mich etwa vertreiben, warum sollten sie das tun? Und er sagte, kein Prophet ist mit dem gekommen, womit du gekommen bist, außer dass dein Volk ihn angefeindet hat. Du brauchst Standhaftigkeit, es geht nicht anders. Dieser Weg ist holprig, schwierig. Er ist aber nur für die wahren Männer und Frauen vorgesehen. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi. Männer und Frauen sind damit gemeint, nicht nur Männer. Männer und Frauen, die wahrgemacht haben, was sie Allah Ta'ala versprochen haben. Sabr auf dem Wege Allahs. Und nachdem Allah Ta'ala jetzt unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese sechs Dinge mit auf den Weg gegeben hat, die sechs Gebote, er soll warnen. Er soll aufstehen und warnen. Er soll Allah Ta'ala Lob preisen. Er soll sich innerlich reinigen. Er soll den Götzendienst meiden. Er soll den Menschen das, was er tut, nicht vorhalten. Und er soll geduldig sein auf dem Wege Allahs. Kommt jetzt plötzlich ein ganz anderes Thema. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Wenn dann ins Horn gestoßen wird, was ist das für ein Übergang? Warum kommt dieser Übergang? Was hat das jetzt bitte schön zu tun mit dieser Einleitung, die wir in der Sura hatten? So als würde Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen, warne jetzt die Quraysh genau mit diesen Worten, dass bald ein Tag kommen wird, wo alle Menschen auferstehen werden und Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie getan haben. Und zwar handelt es sich hierbei um die An-Nafkhatu Thaniya, um das zweite Stoßen ins Horn. Nämlich dann, wenn die Menschen plötzlich alle auferstehen werden. فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und plötzlich stehen sie alle auf und sehen, alles ist die Wahrheit. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُرُ. Und interessant ist, das Wort Nuqir von Naqara. Im Arabischen, Naqra ist, wenn ich auf etwas drücke. Das heißt, es wird nicht einfach nur ins Horn geblasen, sondern es wird stark ins Horn geblasen. Plötzlich und stark, mit einer Wucht, die man sich nicht vorstellen kann. Und derjenige, der das tun wird, er ist jetzt schon bereit. Nämlich Israfil alayhi salam. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat. Kayfa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn. Wie soll ich sozusagen genießen, wo doch
der Inhaber des Hornes schon das Horn verschlungen hat. Das ist schon sozusagen in seinem Mund. Er will nicht einen einzigen Moment verpassen, wenn der Befehl Allahs kommt. وَحَنَا جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ. Und er hat schon seine Stirn gesenkt, um nur darauf zu warten, wann ihm befohlen wird, in das Horn zu blasen. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde von den Gefährten, فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Und was befiehlst du uns, o Gesandter Allahs? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagte, قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. Sagt, حَسْبُنَا اللَّهُ, Allah reicht uns auf. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, er ist der beste Vertreter. Wir setzen unser Vertrauen in Allah. Wir setzen unser Vertrauen in Allah. Das heißt, jetzt soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es Allah von ihm verlangt hat, ganz konkret warnen. Und zwar vor dem jüngsten Tag, wo die Menschen dann alle vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und jetzt beschreibt Allah ta'ala, was geschehen wird. Und zwar, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. So wird jener Tag ein schwerer Tag sein. Für die Ungläubigen nicht leicht. Ist das nicht die Wiederholung? Nein, es ist keine Wiederholung. Allah Ta'ala, er beschreibt diesen Tag zunächst erst einmal als was? Einen schweren Tag. Er wird für alle Menschen schwer sein. Für die Gläubigen und für die Nichtgläubigen. Alle werden fliehen. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. An jenem Tag, wo der Mensch vor seinem Bruder fliehen wird. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, vor seiner Mutter und seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, vor seiner Partnerin und vor seinen Kindern. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Jeder von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihm ausreichen wird, mit der er beschäftigt sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt diesen Tag komplett als schwierig. Aber jetzt erwähnt er noch einmal extra die Ungläubigen. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Für die Ungläubigen nicht leicht. Was will Allah ta'ala damit sagen? Er ist für alle schwierig, aber insbesondere für die Ungläubigen wird es keine Erleichterung geben. Es wird einige Menschen geben, für die gibt es eine Erleichterung. Für diejenigen, die Gutes getan haben. Es wird erstmal alles schwer sein, für alle. Aber es wird Erleichterung geben. Es wird Menschen geben, welche an diesem Tag im Schatten Allahs stehen werden. Es wird Menschen geben, die werden eine leichte Abrechnung haben. Es wird Menschen geben, die werden eine schwere Waagschale haben mit guten Taten. Es ist schwierig. Aber für einige wird es in keiner Weise Erleichterung geben. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala jetzt sagt. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala darüber gesprochen hat, und das werden wir dann auf die nächste Woche verschieben müssen, insha'Allah Ta'ala, geht jetzt Allah Ta'ala auf wen ein? Auf eine ganz bestimmte Art von Kafir. Auf eine ganz bestimmte Art von Kafir, von Ungläubigen. Und zwar einem Ungläubigen, der die Wahrheit erkannt hat, also wirklich ein Paradebeispiel für das, was ein Kafir ist. Er hat die Wahrheit erkannt, aber er verleugnet sie, weil er hochmütig ist. Und die Person, die damit gemeint ist, eindeutig, ist Al-Walid ibn Mughira. Al-Walid ibn Mughira. Den Allah Ta'ala jetzt beschreibt. Aber es ist nicht nur Al-Walid ibn Mughira, sondern Allah Ta'ala, er meint damit jeden, der genau diese Eigenschaft hat. Der die Wahrheit erkannt hat, aber sie verleugnet. Und sie nicht befolgt. Wir werden insha'Allah ta'ala, wie viele Minuten haben wir jetzt noch Zeit bis zum Maghrib-Gebet? Na gut, jetzt können wir eigentlich noch durchziehen, insha'Allah ta'ala. Lass uns noch 3-4 Minuten weitermachen, zumindest diese Verse noch anschauen. Ja, und dann gehen wir nächste Woche nochmal etwas genauer darauf ein. Und zwar erwähnt jetzt Allah ta'ala diesen Paradetyp in Form von Al-Walid ibn Mughira. Und zwar Allah ta'ala, er sagt folgendes. Dharni وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Was ist denn los hier? Warum werde ich denn dauernd hier angeklingelt? Ja? ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. Lass mich allein, mit wem ich allein erschaffen habe und ihm ich ausgedehnten Besitz gegeben habe. وَبَنِينَ شُهُودًا, und Söhne als beständige Begleiter anwesend.
وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Und dem ich alles schön zurecht gemacht habe, ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد Doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe. Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt Al-Walid ibn Mughira. Jemand, ja, dem Allah Ta'ala alles gegeben hat. Obwohl er am Anfang allein gewesen ist, im Bauch seiner Mutter, hatte keine Hilfe gehabt. Ja, und deswegen Allah Ta'ala warnt jetzt und sagt, lass mich mit ihm allein. Ich werde es ihm schon zeigen. Ich werde ihm das alles vorhalten am jüngsten Tag. Und er wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und jetzt erwähnt Allah Ta'ala all die Gnaden, mit denen er ihn überhäuft hat, um dann aufzuzeigen, wie er dann darauf reagiert. Aber ich würde trotzdem jetzt sagen, das schaffen wir nicht mehr. Ich merke gerade, die Zeit wird wirklich etwas knapp. Ja, und ich würde gerne inshallah Ta'ala noch die Möglichkeit geben, dass Fragen gestellt werden. Inshallah Ta'ala. Deswegen würde ich jetzt das erstmal hier abbrechen und dann auf nächste Woche inshallah Ta'ala den zweiten Teil verschieben. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.